Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich spiele Titan Quest Anniversary Edition. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich stehe hier mitten im aetolischen Polis, beziehungsweise bin ich im Elysion und möchte mich nochmal kurz um meine Gegenstände kümmern. Denn ich habe hier einen verfluchten Schleifenring des Geistes gefunden und der ist nochmal um eine Ecke besser als mein verfluchter Ring. Mag natürlich an dem Attribut des Geistes liegen und anstatt den einfach nur auszutauschen, möchte ich auch vorher noch das eitrige Sekret hier rausholen. Soweit ich weiß, habe ich das nicht mehr. Ich habe gerade schon geguckt. Jetzt muss ich nur noch einen klugen Menschen finden, der mir das da rausholt. Willkommen. Dabei geht leider mein Ring verloren. Bam, da ist das eitrige Sekret und das bauen wir jetzt in den neuen Ring. Jawoll, sehr schön. Der Schaden pro Sekunde hat sich nicht geändert, auch wenn dort die Werte insgesamt besser sind und wir noch ein paar Zusatzwerte haben in Sachen Energieregeneration. Alles sehr gut, alles bestens. Also ich teleportiere mich ins Elysion und ich werde noch einen Blick werfen auf die Kommentare. Ja, ich habe hier mal die Kommentare vorbereitet. Ihr müsst mich hier nochmal raustappen lassen. Wenn wir hier hingehen, dann sehe ich dann auch schon eure Kommentare. Also erstmal vielen Dank dafür, ich freue mich immer über Input, vor allem hier NGDev2 hat geschrieben, der Schadensbug wurde die Woche mit Patch 1.44 behoben. Er bezieht sich auf den Durchschlagsschaden, also der Schaden, der vor allem durch Bogenschützen kommt, der war wohl bislang verbuggt, der war ein bisschen zu hoch, so hoch, dass er mich immer wieder dahin gerafft hat. Und NGDev2 hat jetzt wohl bestätigt, dass das weggepatcht wurde. Also wenn ich das letzte Mal das Gefühl hatte, ich wurde platt gemacht durch Bogenschützen, dann war das wohl jetzt der normale Wert und nicht mehr der übertriebene. Und Sketh hat noch ein bisschen Wissen geteilt mit mir, und zwar was es mit der Akropolis zu tun hat. Ich meinte, okay, wir sind jetzt hier in der Akropolis, aber das ist ja nicht die Akropolis, sondern die aus dem Elysion. Und was heißt denn jetzt Akropolis eigentlich? Akropolis ist eine Verschmelzung aus Akros, äußeres Ende, Spitze, und Polis, Stadt. Folglich also sowas wie Stadtspitze oder Oberstadt. Ich kenne auch nur die aus Athen, aber prinzipiell könnten einige Städte damals so eine Art Oberstadt besessen haben. Vielen Dank, Sketh, für diesen Hinweis. Übrigens ein sehr lustiger Kommentar, den ich an dieser Stelle noch liken werde. Agamemnon, mächtiger König von Mykene und oberster Heerführer der vereinten griechischen Königreiche im zehnjährigen Krieg gegen Troja, beendet seine Rede vor unserem Helden Edelizios. Und was entgegnet dieser? Vielen Dank, Soldat. Oh mein Gott. Ja. So gesehen war das sehr peinlich. Danke für diesen Kommentar, Sketh. So. Back to business. Oh. Da werden schon direkt ein paar Sachen gedroppt. Der Feind scheint vertrieben zu sein. Ohne Zweifel wird er zurückkehren. Aber du hast uns genug Zeit verschafft, um auszuruhen und Verstärkung zu holen. Sehr gut. Und wir haben einen grünen Gegenstand bekommen, den wir nicht benutzen können. Jetzt schauen wir mal, was hier hinter dieser Brücke liegt. Tod und Verderben. Oh.
Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass so viele NPCs mitkämpfen und dass die NPCs selbst auch sterben können. Dass das nicht so wie am Anfang ist. Also zumindest war das immer mein Eindruck, dass die NPCs am Anfang unsterblich sind. Mag sein, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass sie einfach so viel Leben haben im Vergleich zu den Monstern, dass das nicht passiert. Ja. Ich hatte noch irgendeine Frage an euch. Ah ja, genau. Ich wollte anmerken, dass ich jetzt Level 39 bin und ich wollte euch fragen, mit welchem Level man das Spiel typischerweise beendet oder womit ihr es schon beendet habt. Man kann wahrscheinlich über einen Speedrun wahrscheinlich relativ früh das Spiel beenden. Das war jetzt alles andere als ein Speedrun. Ja, aber was ist vielleicht so der Durchschnitt oder was ist euer Gefühl, mit welchem Level man typischerweise Titan Quest inklusive Add-on beendet? Ich fühle mich so fancy mit meinem neuen Ring. Oh yeah, schaut auf meine Hand. Schaut euch den neuen Klunker an, den ich habe. Meine Energieregeneration ist on fleek. So sagt doch die Jugend in Athen, oder? Ich habe jetzt nebenbei eine Partie Diablo 3 gespielt. Und in Akt 4 ist mir auch aufgefallen, wie langweilig das Leveldesign war. Das Akt 4, das sind quasi, ist eigentlich quasi der Himmel. Ja, das ist eigentlich die Plattform der Engel, sage ich mal. Und die ist extrem puzzelmäßig angeordnet. Also da ist wirklich nichts natürlich. Es ist wirklich einfach so Plateau an Plateau, oder was ist das jetzt? Plattform an Plattform. Ist da aneinander gebaut und aneinander geschraubt und es ist einfach furchtbar langweilig da durchzulaufen. Und jetzt habe ich nochmal quasi den fünften Akt, auch aus dem Add-on, soweit ich weiß, gespielt und auch da merkt man, dass sich die Entwickler nochmal richtig viel Mühe gegeben haben. Ansonsten ist natürlich Diablo ein ziemlich rundes Spiel, auch visuell. Die ersten Akte machen relativ viel Spaß. Sie sind sehr dynamisch, wirken sehr frisch. Und worauf ich hinaus will, ich finde es extrem gut, dass die Entwickler bei Add-ons und neuen Akten nochmal richtig viel Spaß haben anscheinend und sich dann nochmal Mühe geben, da eine gewisse Varianz reinzubringen. Während klassischerweise der letzte Akt bei so Spielen entweder sehr kurz ist, oder einfach sehr schnell, also sehr schnell gemacht wurde. Man hat so richtig das Gefühl, so, die wollten einfach nur noch fertig werden. Die haben sich bei den ersten Akten viel Mühe gegeben. Und die letzten Akte sind wirklich so, okay, hier nochmal 10 Level in diesen immer gleich aussehenden Dungeons. Und eigentlich gibt es auch nicht wirklich Varianz oder Dynamik in den Level. Ja, ist mir einfach nochmal aufgefallen, dass es da auch bei dem neueren Diablo, ja, ich will nicht sagen, den gleichen Fehler gab, aber auf jeden Fall die gleiche Beobachtung meinerseits. Hey, jetzt stecken wir hier beide fest. So, Archibald, let's go! Damit haben wir auch diese Spinnenkönigin besiegt. Und so sollte es natürlich auch sein. Wenn man einen Add-on rausbringt, dann sollte es so gut sein, dass es sein Geld wert ist. Ach komm, ich habe wieder auch diese abgefahrene Attacke. Ja. Oh, ich glaube, der Zauber wirkt nicht mehr. Oh, Aprode, Zauber wirkt nicht mehr. Archibald ist weg. Wie, das war's? Das war der Dungeon? Enttäuschend.
Das lobe ich mir auch an Diablo, dass am Ende eines jeden Dungeons es eine Möglichkeit gibt, sich zurück zu teleportieren. Dass man einfach diesen Weg gar nicht mehr hat. Sodass die Leute von Blizzard auch einfach die Freiheit haben, ihre Dungeons ja mehr oder weniger unendlich lang zu machen, ohne die Spieler frustrierend zurückschicken zu müssen. So, bei den Geräten muss ich natürlich meine Waffen wechseln, denn die haben kein Leben, das ich denen absaugen kann. Oh, sehr cool designt hier. Man hat so richtig ein Gefühl dafür, was hier passiert ist. Mit den Statuen, die hier drumherum liegen. Schule des Sophokles. Sophokles. So, Sophokles. Attacker! Wow! Was ist denn hier los? Oh mein Gott! Was ist das? Das ist ja übertrieben krass. Auch die ganzen Soundeffekte und wie sich alles anfühlt und wie alles aussieht. Erstmal zurückgehen, wie ein echter Videospieler. Oh mein Gott, da geht die Action. Aber ich war noch nicht in dieser Ecke. Die Angst, irgendwas zu verpassen. Ist bei diesem Spiel mittlerweile besonders groß, weil ich einfach so oft wegen ein paar Metern eine Quest nicht beendet habe. Und jetzt muss ich echt immer jede, wow, Ecke absuchen. Wow. Da hört man auf jeden Fall den Krieg dort hinten und dort oben. Oha, Archibald kämpft auch schon. Alter. Ich bin gerade mittelmäßig geflasht. Und das von einem Spiel, was mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel hat. Erstmal schön den Rand ablaufen. Nein! Lass diese Untoten... Diese Geister in Ruhe. Boah, abgefahren. Dämonen, okay. Alter, was sind das für geile Effekte? Woher kommt das denn? Kommt das daher, dass ich diese Grenze überschritten habe? What the hell? Das ist so episch gerade. Aber ich kann da noch nicht rüber, oder? Oder da hoch? Und war da hinten nicht noch irgendwas? Ich habe gerade echt voll Angst, was zu verpassen. Geile Haare. Nicht nur gefärbt, sondern auch noch in Brand gesetzt. Kann ich da hoch? Das wäre ja auch cool. Und da hinten ist irgendwas in Richtung Quest. So, ich will hier hoch. Komm schon, bitte. Oh, lasst mich ein. Oh.
Lasst mich hier hoch. Es geht doch. Oh mein Gott, aber da hinten war ich noch. Ich muss doch da hinten hin. Entschuldigt, Soldaten. Aber ich habe Angst, Loot verpasst zu haben. Aber da ist auf jeden Fall im Grunde Gesundheit immer gut. Oha. Man merkt so richtig, wie die Gegenstände ausgewürfelt werden, während die Kiste oder die Truhe geöffnet wird. So lang, wie das immer braucht. Oh, yes. Wow. Lasst diese Soldaten in Ruhe. Ist das nicht abgefahren, dass die Geister gegen Hades kämpfen? Während die lebendigen Dämonen für Hades kämpfen? Ist das nicht so? So, jetzt erstmal zum Brunnen der Wiedergeburt. Nicht, dass hier noch was passiert. Da ist er. Okay, jetzt gibt es hier unendlich viele Wege. Ich muss da lang. Hier geht es noch irgendwie lang. Und es sieht so aus, als wäre es ein offizieller Weg. Nein, Archibald! Unsere Wege werden sich noch nicht trennen. Wow. Der Effekt, da habe ich mich noch nicht dran satt gesehen, muss ich sagen. Der wirkt immer noch sehr eindrucksvoll. Kommt her. Oh, sind die neu, die blauen? Ah ne, die kenne ich. Okay, anscheinend muss ich erstmal da hinten hoch. Denn da hinten ist schon der nächste Brunnen der Wiedergeburt. Das spricht dann doch sehr dafür, dass ich hier in die richtige Richtung gehe. Ich gähre in die richtige Richtung. Dann gähre ich erstmal zurück, um da hinten diese Quest abzuschließen oder anzunehmen. Soldaten, lasst mich durch. Okay, ab dafür. Eine werde ich auf meine Seite bringen. Oh, ist das gut? Nein. What the hell? Krass. Ah, zum Glück war ich schon hier. Okay, Archibald, Effekt. Ja. Das war niederschmetternd. This girl is on fire, sage ich nur. Da lang. So, ich hoffe, dass ich zunächst an mein Grab kommen kann, ohne dass was passiert. Erstmal sie hier töten und dann... Wo ist es? Wo ist es? Da, oh. Okay, habe ich alles? Ja, ein bisschen Energie. Ab dafür. Ich zieh dir die Energie ab. Infuser-Heldin. Ja,
Ja, die hat doch schon nichts mehr. Bam. Und der Flammenstein, wie geil. Hier geht's noch weiter, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe so das Gefühl, dass ich da hinkomme, wo ich gerade noch nicht hingekommen bin. Oh mein Gott. Das habe ich auch noch nicht erlebt in dem Spiel. Level 40. Nice. Dann nutzen wir doch mal die Gelegenheit. Wir haben 4 Punkte, denn ich habe einen noch nicht ausgegeben letztes Mal. Ich will den Spukpanzer verstärken. Archibald sollte eigentlich auch mal ein bisschen stärker werden. Oh, hier kommt einer rein. Jetzt habe ich noch 2. Oh, das ist natürlich genial. Das reduziert die Widerstände, auf die ich mal einschlage. Also Blutungswiderstand, Lebenskraftwiderstand, Lebensentzugswiderstand. Das sind hier schon einfach geniale Fähigkeiten. Und ich habe einfach zu wenig Punkte, um alle ausführlich auszunutzen. Ah, und hier bin ich auch noch nicht so richtig durch. Und da gibt es auch noch so coole Sachen. Wait. Was ist denn das für ein geiler Bug? Tag Skill Name 005. Ach, und das sollte ich vielleicht auch mal wieder hochskillen, denn mein Kriegswind, der ist natürlich extrem mächtig. Okay, dann kriegt der Kriegswind schon mal einen. Und Zahn der Zeit. So. Da war ich schon. Ja. Wie gesagt, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da drüber gelaufen, wo ich vorher dachte, dass ich gar nicht hoch kann. Ah, nee, das war die Stelle. Ah, schau an, das sind 2 verschiedene Gebilde. Ah, mega gut. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Und hier dachte ich vorher, dass ich gar nicht hochkommen könnte. Und jetzt bin ich da einfach runtergekommen. Naja. So, jetzt sind da diese Bogenschützen. Mal schauen, ob die wirklich noch so viel Schaden machen. Leider greifen sie gerade mehr Archibald an als mich. Und wenn man mal auf mein Leben schaut, das sieht alles verhältnismäßig gut aus. Also, nicht übertrieben buggy. Also nochmal danke für den Hinweis, dass es überhaupt diesen Bug gab. Und danke für den Hinweis, dass er mittlerweile beseitigt wurde. Hätte ich beides niemals erfahren ohne euch. Aber trotzdem sterbe ich gerade, weil es einfach zu viele Pfeile sind. Also, wie machen wir das denn am besten? Das hier aufstellen, einmal drehen. Aber damit haben wir schon die meisten besiegt. Zack, zack. Und den hier noch. Und irgendwo war noch einer. Archibald, du überlebst ja gar nichts mehr.
Oh. Da unten ist noch so eine Maschine. Ah, der soll mal erstmal mitkämpfen. Wow. Nicht genug Energie. Weiter geht's. Ei, die Eisfallen sind die schlimmsten. Ich würde gerne verstehen, weshalb es überall diese Symbole gibt. Wie kann man mir das lore-technisch mal irgendwie klar machen? Naja, Hades kam da an, hat da die Symbole hingesetzt und deswegen können die Dämonen jetzt hier frei herumlaufen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Boah, mein... Oh, was ist das? Das ist ja krass. Ich liebe es, tief runter gucken zu können bei Action-RPGs. Ah, und da ist unser nächster Brunnen der Wiedergeburt. Hm. Ah, da unten waren wir noch nicht so richtig. Mal schauen, ob wir von hier aus nochmal da hinkommen. So, wir holen uns mal einen. Ah, ne. Die Fähigkeit braucht noch ein bisschen. Die Abklingzeit ist einfach gewaltig. So. Hier war ich nicht, aber ich behaupte mal, dass es da nichts mehr zu sehen gibt. Und wenn doch, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, dass ich irgendwas vergessen hatte. Ich schaue auch selbst nochmal. Trifft dich vor Hades Palast mit Odysseus? Und Hades Schatzkammer. Ich hatte das Gefühl, dass ich vier Steine brauche, aber wenn es nur drei waren, dann habe ich jetzt alle und könnte wahrscheinlich zu der Schatzkammer von Hades gehen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, waren es wirklich vier, quasi für die vier Elemente. Aber korrigiert mich da bitte. Oder klärt mich bitte auf. Ah, so gefällt mir das. Immer schön einen Gegner akquirieren. Auf meiner Seite mitkämpfen lassen. Und dann im letzten Moment abstechen. Die habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen, die Troglodyten. Habt ihr hier schon wieder das Seelengefängnis Käfige aufgebaut? So, Seelen, ihr seid befreit. Argolis.
Wer versteckt sich denn da unter dem Zelt? Ich gehe lieber nochmal da hoch. Ah ja. Tatsache, das habe ich noch verpasst. Und ich schwöre, ich sehe gerade nichts mehr. Das ist gerade ziemlich anstrengend. Ich habe gerade ziemlich viel Licht von hinten. Gerade ist die Sonne aufgegangen, quasi. Nachdem wir tagelang keine Sonne hatten, hat sich Hamburg jetzt gerade entschieden. Ach komm, wie wär's mal mit ein bisschen Sonnenschein? Und jetzt sitze ich hier vor einem schwarzen Bildschirm mit so ein paar... mit so ein paar leuchtenden Punkten, die überall erscheinen. So, komm, das kriegen wir hin. Wir haben den Auftrag, ein Ablenkungsmanöver für Odysseus durchzuführen. Es gibt da eine wichtige Dämonin in diesem Lager, die das Kommando über dieses Gebiet hat. Es ist eine Melinoe-Blutkönigin. Wir sollen sie vernichten und dabei so viel Lärm wie möglich machen, damit Odysseus und seine Männer beim Tor unbemerkt bleiben. Wenn du den Angriff anführen würdest, Held, wäre mir das eine Ehre. Alles klar, König von Athen. So, diesmal besser? Okay, da unten ist auf jeden Fall diese Aufgabe. Ich laufe eigentlich noch zum Brunnen der Wiedergeburt hier. Aber die anderen greifen schon mal an. So, jetzt, Männer. Jetzt können wir laufen. Oh, da sind sie auch. Lasst diese Männer in Ruhe. Ich hoffe, die NPCs profitieren auch hiervon. Oh mein Gott! Endlich mal wieder was Legendäres. Oh, Hammer. Geil. Stiefel der königlichen Kavallerie. Sehr viele Widerstände, plus Stärke, plus Geschicklichkeit, Gesundheitsregeneration, Bewegung, Schadensresistenz. Schadensresistenz jeweils gegen Bestien und Insektoiden. Sehr cool. Leider sind mir meine kaiserlichen Beinschienen heilig. Und die werde ich dagegen nicht eintauschen. Aber die sind schon mega gut. Haben auch die gleiche Rüstungsstärke mit 108. Nehme ich gerne mit in meine Sammlung auf. Ach komm, sammle ich mal wieder ein bisschen was auf zum Verkaufen. Ja, super. Dann gehe ich mal zurück zu dem König von Athen, der wahrscheinlich nicht mehr der König ist, sondern der König war. Oder ist das jetzt rassistisch, wenn ich denke, dass der Geist kein König sein kann? Heute ist wahrlich ein großer Tag. Ich habe keinen Zweifel, dass Odysseus Erfolg dabei hatte, in die Stadt zu gelangen. Bald wird alles in Elysion wieder gut sein. Eines Tages werde ich meinen Nachfahren von dem Tag erzählen, an dem ich Schulter an Schulter mit dem großen Titanenbesieger für Ehre und Ruhm Elysions gekämpft habe. Krass, wie sie mich einfach alle kennen. Elysios, der große Titanenbesieger. Sehr lustig an dieser Quest ist einfach, dass wir jetzt einfach davon ausgehen, wir haben hier ein bisschen Lärm gemacht und deswegen haben es die anderen geschafft. Whatever, aber ich würde sagen, mit diesem kleinen Erfolg verabschiede ich mich aus dieser Episode Titan Quest und wir sind wieder gut weitergekommen. Wir sind quasi aus dem wunderschönen Teil Elysions rein in diese Schreckenswelt von Elysion. Und mir gefällt das Add-on immer besser. Also nochmal vielen Dank für die Empfehlung. Vielen Dank, dass ihr gesagt habt, spielt das Add-on. Das Add-on ist viel besser, die Storys sind besser, alles ist schöner, alles ist toller. Und ihr hattet vollkommen recht. Und ja, ich freue mich über Kommentare, Likes und sonstiges. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein.